Lisse, wie ihre Freunde Elisabeth Steger nennen, ist Unternehmerin und eine recht erfolgreiche noch dazu. Vor etwa 17 Jahren gründete die gelernte Grafikdesignerin SheSmile, eine Internetseite, auf der sie zuerst Grafikdesigns und Druckvorlagen angeboten hat. Mittlerweile ist ihr Unternehmen gewachsen. SheSmile bietet vor allem Schnittmuster für so ziemlich alle erdenklichen Dinge an, die sich aus Stoff herstellen lassen. Angefangen hat alles aber ganz klein. Durch meine Ausbildung als Mediengestalterin ist mir das nie schwer gefallen, sowas zu erstellen, was da eben zu kaufen gab. Und dann habe ich eine Kinderschürze, also ein Schnittmuster zu einer Kinderschürze erstellt und habe das dort einfach mal eingestellt. Also es war wirklich aus der Idee raus, das in der Elternzeit einfach mal zu probieren, ob das funktionieren kann. Und das hat auf Anhieb sehr gut funktioniert. Und dann kamen nach und nach immer mehr Ideen und neue Produkte hinzu. Und als dann nach 3 Jahren Elternzeit quasi die Entscheidung im Raum gestanden ist, geht man zurück in den Job oder macht man das komplett selbstständig, hat es zum Glück schon so gut funktioniert, dass sich die Frage gar nicht gestellt hat. Mittlerweile kann sie gut davon leben. Ihre Internetseite ist so etwas wie das Mekka für alle Nähbegeisterten. Ihre Fans werden immer zahlreicher. 15.000 Follower auf Facebook, 10.000 auf Instagram, 20.000 Newsletter-Abonnenten. Sie alle werden von Elisabeth ständig mit neuen Ideen versorgt, die ihr wohl nie ausgehen werden. Ja, ich glaube, ich bin 24/7 kreativ. Das habe ich schon immer. Ob ich früher gemalt habe oder auch schon im Handarbeitsunterricht in der Schule haben wir schon nähen dürfen. Das fand ich schon immer am schönsten einfach. Und wenn eine Idee kommt, dann versuche ich die direkt umzusetzen. Manchmal sind es mehr Ideen natürlich, als man Zeit hat. Am Anfang steht immer ein weißes Blatt Papier, auf dem Elisabeth ihre Ideen skizziert. Auch die Materialauswahl muss genau überlegt sein. Elisabeth näht dann auch die meisten ihrer Artikel selbst einmal, um zu schauen, ob alles passt. Das ist mein neuestes Schnittmuster, das ist die Tasche Smart Kram. Smart Kram deswegen, weil in der Tasche innen Platz ist fürs Tablet oder für den Laptop. Das ist extra eine gepolsterte Einlage und es ist auch eine herausnehmbare Netztasche enthalten, wo man dann eben Kabel, Kopfhörer, solche Geschichten reinpacken kann. Und das ist jetzt die Tasche von meiner Tochter, die kann dann da vorne noch ihre Malbücher und ihre Stifte mit reinpacken und kann mit der Tasche dann in Urlaub fahren. Die Feinarbeit für die Schnittmuster passiert dann am Computer. Wer sich auf SheSmile dann eine solche Anleitung herunterlädt, der bekommt ein komplettes Angebot. Jeder Schritt wird genau beschrieben, es gibt eine exakte Vorlage und auch die Materialliste ist mit dabei. Vor 3 Jahren allerdings gab es einen großen Einschnitt in Elisabeths Leben. Sie bekam die Diagnose Brustkrebs. Sie geht offensiv damit um. Auf ihrer Internetseite schreibt sie auch ein Krebstagebuch. Ich möchte eben anderen einfach Mut machen, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass man nie allein ist damit, dass es immer andere gibt, die das gleiche Schicksal haben, mit denen man sich austauschen kann. Weil ich bin der Überzeugung, wenn man darüber redet und das eben nicht in sich reinfrisst, sondern offen damit umgeht, dass man das Ganze durchstehen kann und eben schaffen kann. Nach vielen Behandlungen geht es ihr heute gut und sie kann sich wieder voll ihrem Unternehmen widmen. Auch wenn das als Selbstständige viel Arbeit bedeutet, zurück in ein Angestelltenverhältnis will sie nie mehr.